Herzlichen Glückwunsch, Serlo Education. Der gemeinnützige Verein bekommt hier den Förderpreis 2019 der SWM Bildungsstiftung. Dieser wurde nun bereits zum 7. Mal verliehen und ist mit 10.000 Euro dotiert. Eine Finanzspritze, die Serlo gut für den Ausbau neuer Projekte brauchen kann. Ja, Serlo, vielleicht ganz kurz gesagt, ist so vielleicht die Wikipedia des Lernens. Wir haben da mit Mathematik vor ungefähr 10 Jahren angefangen. Mathe ganz einfach deshalb, weil dafür am meisten Geld für Nachhilfe in Deutschland ausgegeben wird. Und genau, jetzt findet man verschiedene Formate, je nachdem, ob ich üben möchte. Dann gibt es Aufgaben mit ausführlichen Musterlösungen, ob ich nochmal Wissen auffrischen möchte oder mir neu Wissen aneignen möchte in Form von einem Video oder von einem Kurs. 8 Hauptamtliche und 55 Ehrenamtliche steuern die Arbeit hier von München-Sendling aus. Zur Serlo-Community gehören Autoren, Pädagogen, Softwareentwickler und Projektmanager. Der Clou, die freie Lernplattform namens serlo.org, bietet über 15.000 einfache Erklärungen, Kurse, Lernvideos und Übungen. Nach Mathematik werden gerade Angebote zu Biologie und Chemie, Informatik, Fremdsprachen und Nachhaltigkeit aufgebaut, auch in anderen Sprachen. Serlo ist ein beeindruckendes Projekt. Junge, engagierte Leute haben sich gedacht, man muss Kinder und Jugendlichen helfen beim Lernen und das sollte nicht unbedingt durch bezahlte Nachhilfelehrer oder durch teure Programme am Computer geschehen oder durch Programme, als Großmutter kann ich das beurteilen, die mit Werbung überschwemmt sind, sondern sie machen das kostenfrei, ohne Werbung und von höchster Qualität. Aktuell lernen im Monat mehr als 1 Million Schülerinnen und Schüler und Studierende mit serlo.org. Aber auch Lehrerinnen und Lehrer nutzen die Plattform. Die SWM-Bildungsstiftung rangiert mit einem Grundstockvermögen von 20 Millionen Euro unter den größten sich im Bildungssektor engagierenden Stiftungen Deutschlands. Ja, uns gibt es seit über 12 Jahren. Wir sind 2007 gegründet worden. Wir haben inzwischen mehr als 7 Millionen Euro für Förderprojekte investiert in eine Vielzahl von Projektträgern, so Organisationen wie Serlo hier, aber auch den Wohlfahrtsverbänden in München, aber auch eine sehr enge Zusammenarbeit mit den Universitäten, insbesondere der LMU, das uns sehr freut. Wir wollen einfach dazu beitragen, dass benachteiligten Kindern und Jugendlichen hier in München geholfen wird, ihre schulische Laufbahn oder ihre Ausbildung positiv zu beenden. Chancen ermöglichen, Erfolge erleben. Unter diesem Motto wird die SWM-Bildungsstiftung auch weiterhin Projekte fördern, die die Bildungschancen benachteiligter Kinder und Jugendlicher verbessern.